Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Kotschnups. Ah, da. Ja. Jetzt habe ich mal herausfinden müssen, wie die Uhr von Jane funktioniert. Schau mal, ob ich diesmal wieder hart verrecke oder nicht. Naja, ein Schild attackieren ist immer schön. Ja, nein, aber ich wollte eigentlich nur den zweiten Schwung, dass der andere den nämlich auch abkriegt. Weil sonst hätte der mich nämlich gerade gehauen und das hätte ich nicht gehauen. Bekommen. Au! Ich krieg den nicht zusammen gerade. Ich krieg den Schildschlag nicht zusammen, also den das Aufschlagen. Da bin ich gerade ein bisschen zu doof dafür. Ja, ist jetzt nicht dieses. Ja, genau. So. So. Down easy. Da unten bin ich auch schön verreckt. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Vor allem da. Come on. Mhm. Ausgerechnet. Ja. Es tut so weh. Jeder Schlag ist wie eine Bestrafung in dem Spiel. Ist auch. Nicht wie. Er ist eine Bestrafung. Aber du hast vollkommen recht, ja. Weißt du, in anderen Spielen war ich scheiß an. Aber ich kann nicht da gerechnet. Wenn das nächste Live-Pickup droppt, scheiß an, Alter. Ja. Nur ja. Spitzt es da nicht. Spitzt nicht einmal im geringsten. Ne? Und Falle. Welche? Oh shit, genau die ich nicht brauche. Ah oh, shit, ich krieg immer einen ab. Es ist so Mal. Geil. Und Falle. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Sag ich dir gleich. Klopf erstmal an der Tür, damit der wer aufmacht, weil die lässt sich nicht öffnen von der Seite. Und ja. Es ist eine Sackgasse sozusagen. Das muss wer anderer von drinnen aufmachen. Achso, ja, die muss ich einhauen, kann ich mit aufklicken. Ah. Woher haben wir den Stein? Den habe ich mir bei der alten Händlerin vorher gekauft. Ah. Autsch, das ist nicht wirklich schwer. Wann kann man denn dann eigentlich aufleveln, sobald wir den ersten Boss haben, oder? Ich überlege mir das gerade so ein bisschen durch, aber ich wollte einfach noch ein paar Sachen einsammeln, bevor wir dann Level gehen. Dann kann ich nämlich in der Stadt vielleicht diese, mehrere den Shortcut, einmal erledigen. Den Shortcut aufmachen für unten, wenn wir bei der alten runtergehen. Da weiß ich eben noch nicht, wie sich das ausgeht jetzt eben. Ich muss mal schauen, wie gut man vorankommt, weil ein paar Seelen sollten wir auch einsammeln noch vorher, bevor das geht. Ne? Ja, das wäre geil. Ich würde mir gerne das Flammenschwert dann schon verwenden können, wenn ich zum Riesen komme, weil der Riese ist halt gegen Magie und vor allem gegen Feuer extrem anfällig. Ach so? Ja. Das sind halt alles diese Zusatzinfos, die ich nie gekriegt habe. Testen. Und YouTube. Ja, die testen es auch aus. So, wir haben da unten jetzt zwei neue Ringe. Vier Ringe können wir haben? Genau, ja. Was machst du? Killst ihn oder? Nein, ich benutze ihn dann beim Riesen. Achso, ja gut. Außerdem möchte ich seine Questline fertig machen, dann kriegen wir ein cooles Set. Du kannst am Ende der Questline halt aussuchen, ob du ihm oder dem Creighton hilfst und je nachdem kriegst du halt demjenigen sein Set, was halt ganz cool ist. Mhm. Dem ihm sein Set. Dem ihm sein Set, ja. Aber es ist... FromSoft, der hat das ja gemacht, gell? Ja. Eine der absolut geilsten Spielschmieden ever. Die werden ja auch wieder beim dritten beteiligt. Gell? From Software macht alle Souls-Teile. Ja, nein, auch den zweiten, aber das hat das B-Team praktisch gemacht. Nicht der Miyazaki. Und der Miyazaki ist halt der Mastermind hinter dem Spiel. Ich frage halt, nur deshalb, weil halt oft von richtig coolen Spieleentwicklern, die Spiele machen, den ersten und den zweiten Teil, dann echt oft passiert, dass der dritte Teil von einem Spiel dann auf einmal nicht mehr von ihnen ist. Weißt du, was ich weiß, worauf ich hinaus will? Ja, aber nein, die sind tatsächlich, die Souls IP ist From Software intern und auch nur intern. Ja. Wir brauchen das Zeug zwar eigentlich nicht, aber ich nehme es einfach mal mit für die Leute, die sind interessiert. Die ignorieren dich komplett? Die stehen auch mit Mutten zu mir. Ja, aber sie hören dich doch. Ja, die sind eigentlich auf der Lauer für die Falle, die eigentlich da ist, nämlich dass ich vorne bei der Tür reinkomme. Ja. Shit. Ja, was das jetzt das ist, war ein Clipping-Fehler.
Also, Clipping-Fehler im Sinne von, da habe ich Double-Hit abgekriegt. So. Mister, ich hau dir in die Fresse. Ich mag diese Typen mit dieser riesigen Reichweite überhaupt nicht. Die mit der Hellebarde? Ja. Ja, ich finde die ganz okay, aber sind halt auch irgendwie nervig. Also, die meisten sind ein bisschen nervig. So, mach das Türchen zu, du Penner. Danke. Und we're on the way. Ja, weil sonst triggert das Event ja nicht. Haha. Für die Questline, dass sie fertig wird, musst du das machen, ja. Ah, die geile Havoc Engine. Havoc Engine ist das Beste. Das ist das Beste. Wobei sie da nicht so ausgenutzt haben, wie bei Dark Souls 1 und bei Bloodborne wieder. Das heißt, du kannst ja da nicht wirklich durch die Leichen gescheit durchrollen und sie durch die Gegend schmeißen, so wie in den anderen. Nicht? Ja. So, thank you. Ich das so geil, dieses Speedrun. Bis daher hat es mich, glaube ich, circa 2 oder 3 Stunden erbraucht und 3, 4 Spieltage, weil ich dann einfach nach 2, 3 Toten... Boom. Was ist los? Come on. Na komm. Was ist denn das? Du willst die Fässer... sprengen, oder? Oh! Da hat es dich aber auch ein bisschen erwischt. Ja, aber war zum Glück schon weit genug weg, dass es mich nicht komplett zerrissen hat. Ja, ich weiß auch gar nicht ehrlich gesagt, was ich alles großartig sagen soll zu dem Spiel, weil es ist einfach von vorn bis hinten immer noch tipptopp. Es ist. Dann reden wir nicht über Spiel. Ja, hier reden wir über irgendwas anderes. Oh. Ich würde urgern über Crypt of the Necrodancer reden. Und wenn sie nicht über ein anderes Spiel reden, das ist komisch. Wieso ist das komisch? Das fühlt sich komisch an. Das fühlt sich komisch an? Sollten wir lieber dann machen, wenn wir mal Crypt of the Necrodancer spielen. Also, von mir aus können wir das gerne spielen. Musst du allerdings zu mir kommen, ne? Ne. CNB Studio. Außer du hast das auch gekauft. The fuck. Es steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Es ist echt nicht teuer. Vor allem, ups. Ich finde das so cool, weil es einfach cool ist. Aber wir reden jetzt nicht über dieses Spiel, das cool ist, sondern über das... Über das andere Spiel, das cool ist. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht helfen, diese Typen schauen aus wie Schildkröten. Ja, sollen sie ja auch, mehr oder weniger. Das ist, glaube ich, der Sinn davon. It's a trap! Bist du wirklich so ballsy? Nein, aber ich hab Zeit. Wow. Das Geilste fand ich ja, wie ich da eben auch den Ace gefragt habe, wie man denn darauf kommt, sagt er entweder von oben runterspringen oder gar nicht. Kann man nicht klettern? Nein. Aus. Spitz doch halt. That's it. Da hat sich gerade einer bewusst in den Tod gestürzt, zumindest hat so. Zwei sind gefallen gerade. Mhm. Zumindest habe ich das geglaubt zu sehen. Das ist sowieso geil an den Solo-Spielen, dass du immer die Todeszeitpunkte von den Gegnern auch siehst, ne? Oh! Ah, goddammit. Oh, oh, oh. Da tut weh. Soll aber Schlimmeres passieren. So. Ich find's cool, wenn man ein neues Spiel anfängt und halt dann irgendwann, und halt eben im ersten Moment halt alles entdeckt und ich denke, das ist cool bei den Solo-Spielen ist so geil. Genau. Aber was ich auch cool finde und was ich halt teilweise sogar noch cooler finde, ist, wenn man zu dem Punkt kommt, an dem man wirklich auch sagen kann, okay, das ist da, das ist dort, das ist da. Weil einfach schon dieses Spiel, nicht weil man es bewusst auswendig lernen wollte, sondern einfach schon, weil man es halt einfach so gern und so oft gespielt hat, einfach auch auswendig kann. Genauso wie die Gegnerpositionierung da. Na gut, die erwischt dich einmal. Ja, maximal zweimal, aber sicher nicht nochmal. So. Pfeifen wir aufs Feuerschwerdl. So. Beide? Ja, sicher. Extra schwerer Boss geht schon. Der Boss? Ja, aber der wird halt stärker, umso mehr du beschwörst. Also? Jeder Boss wird stärker, umso mehr du beschwörst. Also, okay. Ja. Die Katze lassen rennen, ich mag die. Ja, ich finde den Boss auch ziemlich geil. Und dann wird die Episode auch vorbei schon. Ja. Wobei, nein, der Boss macht. Den Boss. Wir können die Leute nicht hängen lassen. Ohne Fred. Aber was ich so arg finde, dieses Ding, das er da durch den Körper hat, das lasst er einfach drinnen. Das zeigt halt schon einem, dass er ein bisschen badass ist.
Badass. Aber im Endeffekt, er kann ja nichts dafür, dass er so groß ist und schier ausschaut. Weil im Endeffekt, er will ja auch nur Freunde haben. Oder? Sehe ich das falsch? Weil der ist da einfach aufgespießt gestanden. Irgendjemand hat den aufgespießt. Ist übrigens ultra gelogen, der ist gar nicht der letzte Riese. Nie, ja. Nein. Was ist eigentlich, wenn du deine Geister da attackierst? Gar nichts. Gar nichts, also kannst du die nicht aus Versehen attackieren. Nope. Wenden sich dann im Kampf. No friendly gegen dich. Fire. Ah, okay. Thank you, sir. Das war auch was mich irgendwie urverwirrt hat. Dass du Gliedmaßen anvisieren kannst. Mhm. Das hat mich urverwirrt. Aber das Spiel, das ist auch sonst. Ja. Ah, da war wieder die Hitbox groß. Ja. Ah, er reißt sich gerade den Arm aus, sehr gut. Aber das ist halt das Gute bei Dark Souls. Wenn du es nur lang genug machst, irgendwann schaffst du den Boss, weil du einfach ja, wenn die ich mich so anstrengend Attack-Patterns auch wirklich dann irgendwann raus hast. Der steht gerade so ultra behindert. Ja, das ist wegen deinen Typen da. Achtung, ja. Weg. Na, macht keine. Dreier. Okay, ja. Ich hätte es jetzt vermutet. Und. Na, dann warten wir mal. So. Jetzt ist es aber. So, das nächste Mal bei Couchtips, meine Lieben, sind wir wieder zurück in Majula und machen mal die ersten Upgrades und erledigen in Majula alles, was es zu erledigen gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.